Ja, hey Schnitzel und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Mirror. So, wir haben uns hier fertig bei der Polizei umgesehen und müssen aber immer noch das Bild von dem Fremden machen. Insofern würde ich sagen, reden wir doch mal mit der Polizistin. Mir ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. Hier, bitte. So, ich habe versucht, es mir nochmal anzugucken. Er hat auf jeden Fall diese Haare, die gehen so hoch. Insofern, der Bart stimmt auch. Würde ich denken. Es müssen irgendwie die Augen oder die Nase sein. So, wir gucken nochmal. Ich glaube, er guckt ja so böse, ne? Also finde ich, die Augen sehen auch gut aus. Ist es das vielleicht? Fertig? Naja, so ungefähr sah er aus. Ungefähr reicht nicht. Denken Sie noch mal drüber nach. Ja. Okay, gut. Dann müssen wir noch Mir mal. ist noch etwas eingefallen. Sehr gut. So, ich klicke das mal durch. Nee, so eine Knollnase war das ja auf jeden Fall nicht. Ich bin mir tatsächlich sehr unsicher. Ich glaube, die Nase stimmt schon, ne? Die Haare, ich gucke die nochmal durch, aber die gingen auf jeden Fall so hoch vorne. Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Und die Münder, nee, nicht das. Na? Wo ist es? Das hier. Die Münder. Nee, er hatte so einen ganz dünnen Bart. Also es muss das hier sein. Doch die Augen. Ich bin mir nicht sicher. Aber er hat doch auf jeden Fall so böse geguckt, oder? Und er meinte, die sind eng zusammenstehend. Ich finde, das sieht ziemlich gut aus. Ich gucke nochmal die Nasen. Die hier vielleicht? War's das? Keine Ahnung. So wirklich ist er das noch nicht. Denken Sie einfach noch etwas darüber nach. Ich habe mir doch einige nützliche Dinge in meinem Notizbuch. Ah, jetzt gibt er mir den Tipp, mal im Notizbuch zu gucken. Das ist in der Tat eine gute Idee, das mache ich mal. So, nee, nicht die Aufgaben. Es müsste ja hier so sein, ne? Ein neuer Tag. Wer ist der Fremde? Na, jetzt hör doch mal auf, hier so durchzuklettern. Ist er das? Wer ist der Fremde? Er hat auf jeden Fall diesen Bart. Die Haare sehen so hoch. Er hat sehr starke Augenbrauen. Braune, zurückgekämmte Haare. Kleine, gerade Nase mit Falten. Tiefliegende Augen. Kleiner Schnurrbart. Okay, die Nase und die Augen sind ja das Problem, ne? Tiefliegend und dunkel. Und die Nase ist klein, gerade und mit Falten. Okay, dann gucken wir doch noch mal. Klein, gerade mit Mir ist Falten. noch etwas eingefallen. Sehr gut. Hier, bitte. So, klein, gerade mit Falten. Die ist auf jeden Fall klein. Die ist zu groß. Die ist auch ziemlich groß. Die hier hat keine Falten, ne? Dann müsste es ja die hier sein. Und die Augen tiefliegend. Ich probiere mal das hier. Ist es das? Und? Das ist er. Ah ja, So in etwa perfekt. sah der Typ aus, der mich und Angelina verfolgt hat. Kenne ich nicht. Vielleicht ein Tourist. Sie sagten ja auch, er habe mit Akzent gesprochen. Allerdings, was ist nun? Wie geht's weiter? Wir werden die Bilder in der Stadt verteilen und den Herrn zu einem Gespräch einladen. Und Angelina? Nun ja, sie ist. Oh, da! Angelina! Aaron, ich war es nicht. Du musst mich hier rausholen. Sie wollen mir das anhängen. Ich weiß, aber das kriegen wir schon hin. Sie wollen heute Nachmittag Anklage erheben. Du musst irgendwie. Kommen Sie, Miss Morgan. Darren! Ich hol dich hier raus. Ich lass mir was einfallen. Kommen Sie, Darren. Finger weg! Ich werde herausbekommen, was hier gespielt wird. Sie ist unschuldig. Was für ein Motiv sollte sie haben? Das ist die Sache, wir wissen es nicht. Sehen Sie? Und andere hatten ein Motiv. Fuller hat Leute erpresst. So? Mrs. Biber vom Diner. Sie hat Geld an Fuller gezahlt. Viel Geld. Woher wissen Sie das? Ist das wichtig? Sie hatte ein Motiv. Und was ist mit dem Typen da? Er war gestern bei Fuller. Wir haben kein Geld in Fullers Laden gefunden. Und dieser Herr ist ein Zeuge, mehr nicht. Was die angebliche Erpressung angeht, haben Sie Beweise?
Beweise? Fragen Sie Mrs. Biber. Und die würde uns sagen, wenn sie von Fuller erpresst wurde? Sie... setzen Sie sie unter Druck? Aufgrund Ihrer Vermutung? Nein, das reicht nicht. Wir brauchen Beweise oder wenigstens Hinweise auf eine Erpressung, bevor wir aktiv werden können. So lange sitzt unsere einzige Verdächtige dort hinter Gittern. Dann werde ich die Beweise besorgen. Nur wo fange ich an? Ich brauche Beweise, dass Fuller ein Erpresser war. Nur womit hat er Mrs. Biber erpresst? Und nur sie oder auch noch andere? Ich möchte wetten, diese Geheimtür in seinem Keller hat damit zu tun. Nur, wie kann ich sie öffnen? Ob Fuller den Schlüssel immer noch bei sich trägt? Ich muss es herausfinden. Okay, aber ich muss sagen, also dass dieser Fremde Fragen über Angelina gestellt hat und so, das können ja mehrere Leute bestätigen. Also der war ja sowohl im Diner... Was für ein Scheißwetter. Oh. Naja, passt irgendwie. Das Wetter ist tatsächlich nicht so schön. Der war ja sowohl im Diner als auch der Hotelbesitzer kann das ja bestätigen, dass er mit ihm geredet hat. Und ehrlich gesagt hatte ich das jetzt auch nicht so verstanden, dass Angelina direkt verhaftet wird, oder? Ist das nicht nur... Wollen die nicht nur erstmal mit ihr reden? Dachte ich. Aber wer weiß, die Polizeiarbeit in diesem Spiel ist ja auch immer von allererster Sahne. So, da ist die Mrs. Biber schon. Und er lässt sie einfach vorbeigehen. Gar kein Thema. Kann ich mal in die Mülltonne gucken, was du da weggeworfen hast, meine Liebe? Obwohl ich schon nicht nett finde, dass wir das sie da jetzt reinziehen, ne? Hinweise im Müll, hä? Ist ein Versuch wert. Ein betörender Geruch. Also, was haben wir hier? Mülltüten mit Essensresten, Verpackung, Servietten und... Hey, das sind ein Haufen Papierschnipsel. Papierschnipsel? Da rieche ich doch ein Puzzle. Das könnte in der Tat interessant sein. Ja, das machen wir. Ich frage mich aber schon... Also, okay, zwei Dinge zu seinem Verhalten von dem lieben Darren... Erstens, dass er direkt die Miss Biber, die das offensichtlich nicht will und der jetzt mega erleichtert sein müsste, wenn sie wirklich erpresst wurde, direkt einfach ausplaudert als ersten Hinweis. So, ja, die war das bestimmt. Finde ich nicht sehr nett. Und zweitens, dass er die Angelina schon wieder so angrabbelt, ne? Nur weil sie ihre Hände nicht frei bewegen kann. Oh, das Cabrio, ist das neu? Aufdringliches Teil. Vermutlich eine Touristenkutsche. Ja, wir besonders kennen doch die Europäer Damen mit dem verwechseln Cabrio Neuengland schon, gerne mit Kalifornien und meinen deshalb hier mit Cabrios oder Mustangs rumfahren zu müssen. Ja, den Text haben wir aber auch schon mal gehört. Wir gucken erstmal das Puzzle. Das sind die Papierschnabel aus dem Müllcontainer am Diner. Mal schauen, ob ich sie zusammensetzen kann. Ja, machen wir. Liebste irgendwas. Das sieht auf jeden Fall schon mal nach oberer Ecke aus. Verheiratete würde dein... das hier ist noch ein Randteil. Irgendwas. Das hier... Oh, das ist falsch rum. Ah, ich kann die auch drehen. Okay. Ich tue das mal hier so hin. Das hier ist die obere Ecke offensichtlich. Moment, wir gucken einmal. Nee, das passt da nicht ran. Das hier ist einfach nur eine lange Kante. Das muss so rum. Passt aber nicht hier ran. Was haben wir noch? Da hinten sehe ich noch einen. Ah, Claire steht da. Liebste Claire. Ja doch, liebste Claire. Ich bin etwas enttäuscht, steht da, glaube ich. Kommst. Wahrscheinlich, dass du nicht... Ah ja, hier. Enttäuscht, dass du... kommst. Vermisst du unsere gemeinsamen... Wahrscheinlich... Das klingt ja jetzt aber eher so... Also es klingt nicht, als hätte sie mit Fuller eine Affäre gehabt. Es klingt eher so, als hätte sie mit, naja, wer auch immer Claire ist, eine Affäre gehabt, ne? So, das passt nicht. Es könnte natürlich sein, aber dass Fuller das gewusst hat. Also, dass sie ihm quasi Geld gegeben hat, damit er nicht ihrem Mann erzählt, dass sie eine Affäre hat. Das könnte natürlich sein. Das passt hieran. So, ich finde übrigens sehr schön, dass man hier den ganzen Brief bewegen kann, was man zusammengepuzzelt hat schon. So, das hier ist irgendeine Ecke. Ich tue sie erstmal hier so hin.
Das muss auf jeden Fall so rum und passt nicht ganz hierhin, nicht ganz dahin. Schade, schade. Ah, hier, das passt hier dran, glaube ich, oder? Ja, perfekt. Das kommt so rum, dahin. So, vermisst du unsere gemeinsamen Stunden denn gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Aha, der Fuller hat Fotos davon gemacht. Und deswegen erpresst er sie jetzt wahrscheinlich, weil er die Bilder hat davon, wie sie mit einer anderen Dame am Werkeln ist. Und das darf ihr Mann natürlich nicht mitkriegen. Das ergibt alles Sinn. So, das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das nach hier unten. So, passt die Ecke jetzt hier ran. Tatsache. Das haben wir doch fast. Heute Abend kommt hier hin. Das weiß ich immer noch nicht. Doch, hier passt das. Okay, dann haben wir hier dieses sehr lange. Das kann hier hin. Das kann da hin. Das ist die Ecke hier unten. Das war doch gar nicht so schwer. Das hat doch alles gut geklappt. Die Schrift macht es halt schön einfach, ne? Weil man immer weiß, wie rum das teilen muss. Bilder sind schwieriger. So. Mal gucken, ob er das vorliest. Wenn nicht, mache ich das. Tja, ich glaube, das ist ein Brief von Fuller an Mrs. Byver. Vielleicht sogar der, den ich ihr gestern in die Hand gedrückt habe. Liebste Claire, ich bin etwas enttäuscht, dass du mich gar nicht mehr besuchst. Vermisst du all unsere gemeinsamen Stunden gar nicht? All den Spaß, den wir hatten? Schau dir die Bilder an. Du siehst so zufrieden und friedlich aus, findest du nicht? Ich sag dir, dir hat es auch Spaß gemacht. Und du traust dich nur nicht, es einfach zuzugeben. Hast du Angst, dass es rauskommt? Wäre ja auch zu peinlich. Eine verheiratete Geschäftsfrau muss auf ihren Ruf achten. Was würden die Leute sagen? Und was würde dein Mann mit dir machen? Das wäre ein Skandal. Aber davor werde ich dich beschützen. Ich und 15 Ben Franklins stehen zwischen dir und der Schande. Ich erwarte die Verstärkung bis heute Abend. Bringen Sie mir und ich werde mich ein paar weitere Wochen mit den Bildern vergnügen. F. Okay, das habe ich völlig falsch interpretiert. Der Brief war doch von Fuller. Kann ja niemand ahnen, dass Miss Byver einen Vornamen hat. Er hat sie also hatte er doch was mit ihr. Das klingt aber nicht so, als wäre das von ihr freiwillig gewesen, oder? Das so von wegen, ihr hat es auch Spaß gemacht. Das klingt, als hätte der das ohne ihre Zustimmung gemacht, ne? Mal gucken, was er dazu sagt. Ja. Das ist zumindest ein Beweis, dass Fuller Mrs. Byver erpresst hat. 15 Ben Franklins sind $1,500. Aber ob das der Polizei reicht? Sie werden fragen, womit er sie erpresst hat. Und Byver würde alles abstreiten, wenn man sie fragen würde. Ich muss herausfinden, womit Fuller sie erpresst hat. Und ich bin mir sicher, die Antwort befindet sich hinter der Geheimtür. Wie, womit? Das steht doch in dem Brief mit Fotos. Also ich finde, jetzt traust du der Polizei aber auch wirklich wenig zu. Ich frage mich, ob wir mit Miss Byver einmal reden können, aber eigentlich will ich sie da echt nicht reinziehen, ne? Die klingt echt, als hätte sie genug durchgemacht. Oh, mit dem Arzt können wir auch nochmal reden. Dr. Newhouse aus dem Krankenhaus. Oh, pardon, dem Gesundheitszentrum. Dr. Newhouse? Ja? Oh, wir können ihn tatsächlich auf eine Menge ansprechen. Ah, der tote Ach, der sieht aber tatsächlich gar nicht gut aus. Das Phantombild, die Leichenhalle, die Polizei. Wir fragen natürlich als allererstes erstmal nach unserer Mutter. Wissen Sie, wie es meiner Mutter geht? Oder soll ich lieber jemanden im Krankenhaus fragen? Ich war heute Morgen schon bei deiner Mutter, Darren. Keine Veränderung. Und ich denke, wir sollten das als gutes Zeichen nehmen. Hat das medizinisch fundierte Gründe? Oder ist das einfach nur Wunschdenken? Optimismus schadet nie. Also ist es nur Wunschdenken. Darren. Danke, Doc. Darren ist wirklich nicht der positivste Typ. So, das Phantombild. Haben Sie diesen Mann gesehen? Er war gestern im Krankenhaus. Im Krankenhaus? Ich glaube nicht, dass ich ihn gesehen habe. Frag doch mal die Schwester.
Hier im Diner war er auch. Ja, das stimmt. Ich glaube, er hat sich mit Mrs. Biber unterhalten. Fällt Ihnen sonst noch was ein? Leider nein. Ja, da haben wir ja jetzt schon mindestens 2 Zeugen. 3 mit dem Hotelbesitzer, dass der Mann sich hier mit den Leuten unterhalten hat und nach Angelina gefragt hat. Also ich finde, das müsste der Polizei eigentlich reichen. Da gibt Darren den wenig Credit. Andererseits, wir wollen es ja auch machen, ne? Kann ja jetzt hier nicht das Spiel spielen und dann sagen, ich will nicht. Also insofern, auf geht's. Der tote Fuller. Wie wurde der alte Fuller umgebracht? Oh, das darf ich dir wohl nicht sagen. Die Untersuchungen laufen noch. Glauben Sie, ich verrate es der Presse? Ich habe schließlich für ihn gearbeitet und will nur wissen, was passiert ist. Nun ja, er wurde erstochen. Geht es etwas genauer? Man hat fast 12 Mal auf ihn eingestochen. Kein schöner Anblick. Ist er verblutet? Nicht unbedingt. Es könnte auch der Schock gewesen sein. Vermutlich sind auch lebenswichtige Organe verletzt worden. Fuller hatte also freie Wahl, woran er krepiert. Da wollte jemand auf Nummer sicher gehen. Darren, du solltest wirklich nicht so über einen Toten sprechen. Der Tote interessiert mich nicht. Mich interessiert der Mörder. Okay, die Leichenhalle. Weiß ich nicht, ob er uns direkt nach dem Gespräch sagt, wo die ist, aber wir probieren's. Wie ich gehört habe, gibt es in Ihrem Gesundheitscenter auch eine Abteilung für die weniger mobilen? Eine Leichenhalle? Oh ja, das ist richtig. Wir sind ein kleiner Ort. Wir Ärzte aus dem Gesundheitscenter sind auch für die Leichenbeschauung zuständig. Muss man dazu nicht speziell ausgebildet sein? Falls es nur den kleinsten Hinweis auf ein Verbrechen gibt, kommt selbstverständlich ein erfahrener Pathologe aus Portland vorbei. Das heißt, Fuller wurde noch nicht untersucht? Nun, wir warten noch auf den Pathologen. Wir haben ihn nur vorbereitet. Und machen die Krankenschwestern ab und zu mal lange Finger bei den Privatsachen der Toten? Unverschämtheit, natürlich nicht. Diese Dinge liegen ordentlich verpackt in der Leichenhalle, wie es sich gehört. Danke. Okay, und die Polizei? Taugt die Polizei in Biddeford was? Wie meinst du das? Trauen sie ihnen zu, den Mörder zu fassen? Ich bin sicher, sie werden ihr Bestes geben. Na dann. Immerhin hatten wir hier noch nie so einen Fall. Sie meinen, es ist nicht so schlimm, wenn sie den Falschen haben, weil sie ja noch üben müssen? Ich bin sicher, dass der Inspektor den Fall aufklären wird. Das war's erstmal. Wenn du noch Fragen hast, komm ruhig vorbei. Ach, der Darren ist wirklich negativ. Na gut, aber dann reden wir mal mit Miss Biber. Wenn nicht unbedingt über Fuller, aber sie sollte ja zumindest Infos über den Fremden haben. Mal gucken. Psst. So. Mrs. Biber? Einen Moment bitte. Was ist denn hier das Auge? Was? Blaues Auge. Wurde sie geschlagen? Da, okay, das will ich als erstes wissen. Was ist mit ihrem Auge passiert? Lassen Sie mich raten. Von der Treppe gefallen? Ich, ja. Und ihr Mann stand unten und hat gerade Boxtraining gemacht. Was geht dich das an? Ich verstehe es nur nicht. Wie oft kommt das vor? Nicht oft. Manchmal. Vielleicht sollten Sie in ein Bungalow ziehen. Ohne Treppen. Du meinst, du kannst mir Ratschläge geben? Bist du verheiratet? Gibt man dabei seinen Stolz ab? Du warst noch nie verliebt, sonst würdest du so etwas nicht fragen. Was willst du trinken? Ist es zu früh für einen Schnaps? Was meinen Sie? Okay, sie will nicht mehr mit uns reden. Aber ich habe tatsächlich noch Fragen. Mrs. Biber? Was ist denn jetzt noch? Ja, Entschuldigung, vielleicht hätte ich nicht damit anfangen müssen, aber sie sieht tatsächlich nicht gut aus, ne? Jetzt, wo ich ihr Gesicht ein paar Mal gesehen habe. So, das sieht aus, als würde es nicht passieren sollen. Ah doch, sie kommt. Okay. Nur ein bisschen langsam. Was? Das Phantombild. Dieser schräge Typ, der gestern hier war, der mich angerempelt hat, haben Sie den nochmal gesehen? Ein Typ, der gestern hier war? Na, daran muss ich mich ja erinnern. Dieser Mann. Ach, der? Nein. Seit er hier war und mich ausgefragt hat, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Was wollte er? Hat nach einer Miss sowieso gefragt. Miss Angelina Morgan? Kann schon sein. Und Sie haben ihn nicht wiedergesehen? Nö. Sagen Sie es mir, wenn Sie ihn wiedersehen? Vielleicht. Zu freundlich. Okay, jetzt hat sie also, naja, wobei, sie hat nicht gesagt, nach wem er gefragt hat, ne? Aber ich meine, so viele Damen gibt es hier in dem Ort nicht. So, den Erpresserbrief, der tote Fuller, Miss Biber, ja, alles sehr schwierige Themen. Wir fragen mal nach ihr, vielleicht fragen wir ja, wie es ihr geht.
Wo war Ihr Mann eigentlich heute Nacht? Was geht dich das an? Was hat er mit Fuller zu tun? Das frage ich dich. Okay, gut, das ist zumindest nicht komplett eskaliert. Der tote Fuller? Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Ja, aber ich will nicht darüber reden. Warum nicht? Sie haben ihn gehasst. Vielleicht wird Ihr Leben einfacher, wenn er nicht mehr da ist. Wie kannst du so etwas sagen? Er ist ermordet worden. Du tust ja so, als hätte ich ihm das gewünscht. Haben Sie denn? Nein! Nach allem, was er Ihnen angetan hat? Was? Was weißt du davon? So einiges? Nichts. Nichts weißt du. Und wenn doch, dann behalte es für dich. Sonst? Ergeht es mir wie Fuller? Verschwinde! Er hält sich auch nicht zurück, ne? Direkt erstmal Mordandrohungen. Alter, die arme Frau. Lass sie doch mal in Ruhe. Ich will noch mit ihr über den Brief reden, ne? Mrs. Biber? Was ist denn jetzt? Wir haben sogar noch mehr Themen. Müssen wir das alles mit ihr ansprechen? Na gut, sie putzt auf jeden Fall erstmal wieder fertig, bevor sie zu uns kommt. Gar kein Problem, mach langsam. Wir haben ja Zeit. So, da ist die Dame. Was? Ich frage erstmal nach dem Brief. Sind 15 Ben Franklins ein Motiv für einen Mord? Was? Die $1500, die sie Fuller zahlen mussten. Verschwinde, du kannst nicht, du hast... Keine Beweise. Vielleicht habe ich die. Es wäre Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Ich habe Fuller nicht ermordet. Wo waren Sie zum Tatzeitpunkt? Bist du jetzt Polizist? Wäre es Ihnen lieber, wenn wir die Polizei hinzuziehen? Ich war zu Hause. Allein? Mit meinem Mann. Das glaube ich Ihnen sogar. Das Veilchen erzählt davon. Okay, diesmal hat sie das Gespräch nicht beendet. Ich frage mal hier noch. Eine Freundin von mir wird verdächtigt, Fuller ermordet zu haben. Das tut mir leid. Sie wurde in eine Falle gelockt. Sie hatte kein Motiv. Sie wurde schließlich nicht erpresst. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wen hat Fuller noch erpresst? Hatten außer ihnen noch andere Leute ein Motiv? Was erlaubst du dir? Ich bin nicht erpresst worden. Es tut mir leid, was mit deiner Freundin passiert ist. Aber wenn sie unschuldig ist, wird man sie nicht lange festhalten, oder? Und von einer Erpressung weiß ich nichts. Sie wollen mir also nicht helfen, eine Unschuldige aus dem Knast zu holen? Ich kann nicht. Okay, na gut. Dann wollen wir die arme Frau ja auch erstmal nicht weiter belasten. Das ist ja, ich glaube wirklich, die hat genug durchgemacht. So. Außerdem wollen wir auch in die Leichenhalle, wenn ich das richtig verstanden habe. Wir brauchen schließlich einen Schlüssel. Dann gehen wir doch mal... Achso, nee, zur Polizei wollte ich gar nicht. Obwohl, sollen wir mit denen nochmal reden? Nee. Kommt, wir gehen erstmal hier ins Hospital und fragen erstmal die Krankenschwester, ob sie den Typen gesehen hat. Davon müssen wir auch noch mehr Leute sammeln. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun? Erstmal fragen wir natürlich nach unserer Mutter, ne? Das Wichtigste zuerst. Wie geht es meiner Mutter heute? Unverändert. Ihre Vitalwerte sind in Ordnung, aber sie liegt nach wie vor im Koma. Also können wir nur warten. So sieht es aus. Ja, was mit dem Fremden? Ist der Typ, der sich nach meiner Mutter erkundigt hat, nochmal hier gewesen? Nein. Zumindest nicht in meiner Schicht. Sagen Sie bitte auch den anderen Schwestern, dass sie sich melden sollen, wenn er hier auftaucht. Der Mann wird polizeilich gesucht. Ich weiß. Die Polizei hat ein Phantombild gefaxt. Gut. Okay, aber die bestätigen auch, dass er hier war. Dann reden wir doch nochmal über Fuller. Sie haben mitgekriegt, was mit Fuller passiert ist? Oh ja, Beatrix hat es mir erzählt. Sie haben ihn heute Morgen hier reingebracht, blutüberströmt. Kannten Sie Fuller? Nicht direkt. Was meinen Sie damit? Ich habe von ihm gehört. Es hieß, man sollte als weiblicher Kunde nicht unbedingt bei ihm seine Fotos machen lassen. Warum nicht? Er war ein Ekel und er konnte angeblich seine Finger nicht bei sich behalten. Sowas spricht sich natürlich herum. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Na gut, okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier in die Leichenhalle einfach reinkommen. Ah, da ist ein Wachmann. Ich probiere einfach mal an ihm vorbeizugehen. Mal gucken, ob es klappt. Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. Den muss ich liegen gelassen haben. Dann holen Sie ihn. Oh, klar. Okay, wir brauchen also erstmal einen Lieferschein. Vielleicht kriegen wir den ja wieder im Souvenirladen. So, mal gucken.
Die Scheibe Brot haben wir noch, ne? Das ist ja das Wichtigste. So, nee, ins Tagebuch wollte ich eigentlich gucken. So. Mhm. Na, es geht weiter. Hat der Mord mit der Erpressung zu tun? Moment, das haben wir noch nicht gelesen. Ein neuer Tag in Biddeford. Das heißt, man soll vorsichtig mit dem sein, was man sich wünscht, denn es könnte in Erfüllung gehen. Aber soll ich traurig über Fullers Tod sein? Vermutlich hat er nur bekommen, was er verdient hat. Das Problem ist nur, die Polizei verdächtigt Angelina, als hätte sie einen Grund, als könnte sie so etwas tun. Ich hatte einen Grund und trotzdem wäre ich nie in der Lage, irgendwas zu tun. Ich muss Angelinas Unschuld beweisen. Ich muss. Sie wurde in eine Falle gelockt, vermutlich von ihrem mysteriösen Verfolger. Hat er Fuller ermordet? Oder... Na? Oder... Na, blätter weiter. Hat der Mord was mit der Erpressung zu tun? Wahrscheinlich letzteres. So, und dann unsere Aufgaben. Da müsste ja dann auch was Neues sein. So, ich blätter mich mal durch. Krankenversicherung, haben wir alles erledigt. Das auch. Ah, hier, Beweise für Fullers Machenschaften. Der Mord an Fuller muss etwas mit seinen dunklen Machenschaften zu tun haben. Ich muss mich im Laden umsehen. In der Mülltonne an Diner habe ich einige Papierschnipsel gefunden. Sie könnten einen wichtigen Hinweis liefern. Ich muss sie nur richtig drehen und zusammensetzen. Fuller scheint Miss Biber erpresst zu haben, aber womit? Solange ich nicht herausgefunden habe, wird mir niemand glauben. Miss Biber wird alles abstreiten. Zugang zum Leichenschauhaus. Solange die Krankenschwester mit dem direkten Blick zur Leichenhalle sitzt, komme ich nicht mal in die Nähe der Tür. Aber ich muss da irgendwie rein. Die Wache im Krankenhaus lässt mich auch nicht in die Gerichtsmedizin. Irgendwie muss ich an ihr vorbei. Okay, wir müssen die also alle irgendwie ablenken. Wie wir das machen, weiß ich noch nicht genau. Ich finde, es würde sich... Oh, schaut mal. Ist die Tür abgesperrt. Hätte ich mir denken können. Die Polizei hat die Tür versiegelt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Kommen wir denn hinten immer noch rein? Ich guck mal durch den Hinterhof. Ah, hier ist auch abgesperrt. Aber das Fenster ist offen, oder? Nee, das ist nur das, die Jalousie, ne? Mist, die Hintertür ist auch versiegelt. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Wie komme ich ins Haus, ohne die Siegel zu brechen? Fenster? Das ist das Fenster von Fullers Büro. Naja, und mehr fällt dir dazu nicht ein? Na toll, was haben wir hier? Das Gitterrost vielleicht über den Keller? Mal schauen. Ja, das könnte mein Zugang zum Haus sein. Durch den Lichtschacht komme ich in den Keller. Zuvor muss ich nur dieses Gitter loswerden. Es sieht sehr schwer aus und ist am Beton festgerostet. Wir haben hier ein Abschleppseil und ein Metallrohr. Vielleicht können wir da was basteln. Oder das Abschleppseil erstmal hier ran. Und dann das irgendwie an... Ich knote das Seil ums Fenstergitter und ums Kellergitter. Mach mal. Ja, Seilschlaufe. Die müsste jetzt halt irgendwo ran. Ich habe die Enden fest verknotet und das Seil dürfte einiges an Zugkraft aushalten. Wie geht's weiter? Ja, das weiß ich noch nicht so ganz. Der Brief. Nee, wir haben nichts Nützliches dabei erstmal. Aber irgendwie müssen wir das damit aufkriegen. Ich habe gerade gesehen, wir haben den Projektor noch. Den müssen wir mal zurückgeben. Sonst kriegen wir noch Beef hier mit dem Angestellten. Hier, bitteschön. Wie nicht? Doch, gib den mal zurück. Will er nicht. Können wir sonst noch mit Eddie reden? Was ist mit meinem Dia-Projektor? Keine Angst, ich hab ihn hier. Ist er kaputt? Nein, aber alt und schäbig wie immer. Wofür brauchen Sie eigentlich den Projektor? Sie sind blind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Jetzt haben wir ihn zurückgegeben. Okay, sehr schön. Außerdem finde ich, das ist tatsächlich auch eine sehr indiskrete Frage, oder? Also ich meine, nur weil er blind ist, darf er doch trotzdem Dinge haben und nicht wollen, dass irgendwelche Fremden die kaputt machen. Ja, das Phantombild muss ich ihm ja nicht zeigen, ne? Ach, ich mache einfach mal. Wird bestimmt wieder irgendwas Unfreundliches von beiden geben. Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du mich verarschen? Oh, sorry. Okay. Ja, dann reden wir doch mal über Fuller. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Klar, die Polizei war hier. Wollte wissen, ob ich etwas gehört habe. Haben Sie?
Ich habe Ohren wie ein Luchs. Aber es hat geregnet. Und wenn der Regen auf das Blechdach unter meinem Fenster knallt, höre ich nichts anderes mehr. Okay, und Angelina? Die Polizei hält eine Unschuldige gefangen. Soll vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie unschuldig ist. Ist sie so hübsch? Sie ist verdammt hübsch. Aber deswegen tue ich es nicht. Schon klar, einer 60-jährigen, runzligen Schachtel hättest du natürlich genauso geholfen. Ist letztlich aber auch egal. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Es ist deine Pflicht, sie da rauszuholen. Helfen Sie mir dabei? Wenn ich kann. Ah, das ist aber nett von ihm. Da ist er, also ist schon korrekt, finde ich, muss ich sagen. So, dann gehen wir doch mal zum Hotel. Ich frage mich, ob wir in Angelinas Zimmerchen können, wenn sie nicht da ist, ne? Da könnten wir auch mal gucken, ob da was Interessantes ist. Aber erstmal frage ich den Portier, ob er den Mann gesehen hat. Entschuldigen Sie? Ja, bitte. Oh, wir können ihn jede Menge fragen. Und erstmal reden wir natürlich über das Wetter. Na klar, das Wichtigste zuerst. Das Wetter dürfte Ihren Gästen gar nicht schmecken. Naja, hier ist sowieso gerade nicht los. Der Wetterumschwung war ja angekündigt. Und ehrlich gesagt bin ich momentan auch ganz froh darüber, dass nicht viele Gäste im Haus sind. Sie wissen schon, wegen der Angelegenheit. Mit Fuller, meint er? Na, dann sprechen wir das direkt mal an. Was glauben Sie, wer Fuller ermordet hat? Naja, die Polizei hat ja schon eine Verdächtige. Das ist doch Blödsinn. Sie war es nicht. Das hoffe ich auch. Und wenn doch, wird hoffentlich verschwiegen, wo sie gewohnt hat. Ach, das ist alles, worüber Sie sich Sorgen machen? Na, hören Sie mal. Das Wohlergehen meiner Familie hängt von diesem Hotel ab. Wissen Sie, was die Schule meiner Tochter in der Schweiz kostet? Da sitzt eine Unschuldige im Gefängnis. Das interessiert mich deutlich mehr als die Schulgebühren Ihrer Tochter. Verzeihen Sie, Sie haben recht. Aber wenn Miss Morgan unschuldig ist, wovon wir alle ausgehen möchten, dann wird die Wahrheit schon ans Licht kommen. Ich werde sie ans Licht zerren, koste es, was es wolle. Er ist aber auch motiviert, ne? Dann reden wir doch mal weiter über Angelina. Wissen Sie, dass Miss Morgan verhaftet wurde? Darüber kann ich Ihnen nichts sagen. Sie wissen es also. Schauen Sie, Darren. Dies ist ein Familienhotel. Ich verstehe. Kann ich mich mal in Miss Morgans Zimmer umsehen? Auf gar keinen Fall. Auch nicht, wenn mir sonst gegenüber der Presse etwas herausrutschen könnte? Ich lasse mich nicht erpressen. Und außerdem, die Zeitung gehört meinem Schwager. Oh, schön für Sie. Okay, das wird also nichts mit dem Zimmer durchsuchen. Schade. Den Fremden hat er aber auf jeden Fall gesehen. War dieser Typ von gestern noch mal hier? Sie meinen den, der nach Miss Morgan gefragt hat? Ja, ich habe ihn einmal durchs Fenster gesehen. Er ging in Richtung Stadt. Woher kam er? Das kann ich nicht genau sagen. Irgendwo vom Strand, würde ich sagen. Halten Sie bitte die Augen auf. Ich glaube, dass er in die Sache verstrickt ist. In den Mord? Natürlich. Er hat Miss Morgan verfolgt und ihr dann den Mord in die Schuhe geschoben. Was ist hier nur los? Was für Gestalten laufen heutzutage durch unser schönes Biddefort? Okay, die Polizei? Hat die Polizei Miss Morgans Zimmer versiegelt? Sie waren gleich heute Morgen da, haben mich aus dem Bett geklingelt. Ich befürchtete schon, sie würden das ganze Zimmer auseinandernehmen, Fotos machen und Fingerabdrücke nehmen. Sie wissen schon, wie im Film. Aber das taten sie nicht. Der Inspektor sah sich im Zimmer um. Er hat sich einige Notizen gemacht und gesagt, dass nichts im Zimmer angefasst werden dürfe. Aber nach 10 Minuten war er wieder fort, ohne etwas mitgenommen zu haben. Kommen die nochmal wieder? Das weiß ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, als hätte der Inspektor etwas Bestimmtes gesucht. Er wollte sich wohl nur einmal umsehen. Also könnten sich im Zimmer durchaus noch Hinweise verstecken. Ich muss mich da umsehen. Und ich werde gründlicher sein als der Inspektor. Du, dass du in Angelinas Zimmer gründlich bist, das bezweifle ich gar nicht. Na, dann reden wir noch einmal über unsere Mutter und vielleicht können wir ja dann jetzt auch an den Strand gehen, wo der Herr gesagt hat, dass da was vielleicht ist. Ich habe die Karte und die Blumen gesehen, die sie meiner Mutter geschickt haben. Oh, das war doch selbstverständlich. Wie ich höre, geht es ihr noch nicht besser. In diesem Ort scheint nicht viel privat zu bleiben. Naja, meine Frau ist mit der Frau des Doktors befreundet.
Man macht sich ja schließlich Sorgen. Lassen Sie es mich wissen, wenn es meiner Mutter besser geht. Wie bitte? Ja, da hat er schon nicht ganz unrecht. So, das heißt, wir können der da wahrscheinlich Portier nicht wird hoch. Mich kaum dort hinauflassen. Nee, na gut, schade. Dann gehen wir mal zum Strand und mal gucken, ob wir jetzt hier runter können. Scheint nicht so. Ah, oh, können wir hier vielleicht durchs Fenster? Ich steige doch nicht bei anderen Leuten ins Haus ein. Zumindest nicht ohne guten Grund. Na, ich dachte, der gute Grund wäre, dass wir nicht reingelassen werden. Aber na gut, dann anscheinend nicht. Dann würde ich aber sagen, war es das erstmal für diese Folge von Black Mirror 2. Wenn ihr gute Ideen habt, wie wir diesen Mord weiter aufklären können, schreibt es gerne in die Kommentare. Und damit sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann!